Montag, Montag, die Haare sind wild, es ist Montag, wir freuen uns, die Woche fängt an. Bevor der Tag anfangen kann, ich trinke Kurkuma, Pulver, hohe Dosierung, das ist gegen meine Schmerzen für meine Gelenke, das schmeckt wirklich überhaupt nicht. Also lecker ist was anderes, aber ich brauche das, also na zdorovje, meine Lieben, auf eure Gesundheit, Prost. Mein Outfit des Tages und ich bin so dünn geworden. Ich mache bald ein Statement-Video hier und erzähle, was eigentlich bei mir los ist, weil viele fragen, ja, vor allem die Neuen, die auf den Kanal kommen, die wissen ja nicht, was mit mir los ist. Und ich bin so dünn. Ich habe letztes Mal so gewogen, als ich 16 Jahre oder so oder 15 Jahre alt war. Und jetzt bin ich 40. Das ist echt krass. Also hier hängt auch die Haut, seht ihr? Ja, ist echt krass. Angezogen bin ich ja schon. Jetzt will ich mich schminken. Oh, ich könnte den Spiegel hier echt sauber machen. Ich habe nämlich hier was richtig Cooles. Also hier befindet sich komplett alle meine Schminke. Ich habe nämlich alles Mögliche aussortiert. Ich besitze nur das, also Parfüm und Schminke. Also ist alles hier. Hier sind unsere Ohren. Also das liegt hier so drin. Mehr besitze ich nicht. Das heißt, im Badezimmer habe ich nichts mehr. Ich habe nur das. Und da drunter, also hier unten, befindet sich auch noch mein Schmuck. Ich mache mich jetzt hübsch. Und dann geht es in den Van, weil wir wollen ein neues Video aufnehmen und dort weiterbauen. Was ein bisschen Schminke so ausmachen kann, oder? Also ich finde, so ein bisschen, also ich habe jetzt die Wimpern geschminkt, Augenbrauen ein bisschen. Hier Rouge, das war's. Mehr habe ich nicht. Ich habe hier natürlich auch einen Filter. Ja, ich muggel ein bisschen. Aber trotzdem, ja, mit ein bisschen Schminke sieht man schon anders aus. Oder was sagt ihr? Naja, ich muss mal. Warte, ich muss das so ein sexy Gesicht machen. Wir machen das die ganze Influencer. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das eben eher so wie Mama Olga hin. So. Das gar nicht. Aber so sexy gucken, warte. Warte mal, ich versuche mal die Seite. Während ich mich fertig gemacht habe, hat sich jemand versteckt. Na, was sagst du? Hat sich darunter vielleicht versteckt? Hat sich vielleicht dahinter sich jemand versteckt? Muschen, приветик, моя сладенькая девочка, приветик. Soll ich wieder zumachen? Soll ich wieder so machen? So? So? So ist gut? Im Van angekommen. Gefühlt nach 3 Stunden bin ich jetzt da. Juhu, ich hab's geschafft. Leider kommen wir nur sehr langsam bei uns im Van voran, aber hier zeichnet sich schon die Dusche und die Toilette ab. Wird extra so ein Raum sein. Hier wird so eine Küchenzeile sein. Da ist unsere Sitzecke und Schlafraum. Und hier vorne wird auch Küche sein. Jetzt ist natürlich alles chaotisch. Und ja, dauert noch, bis wir fertig sind, aber yay, wir schaffen das, wir sind stark, wir sind ein Team, wir sind super, yay. Letzte Nacht konnten wir nicht schlafen, ich wegen einer Mücke und Vitali wegen mir. Die Mücke so die ganze Nacht so, auch eine Mücke. So richtig nervig, mach Licht an, will sie dann töten. Das Ding war im Wohnzimmer und ich mach Licht an, Vitali total genervt, weil ich nicht schlafen kann. Ich genervt von der Mücke, er von davon, dass ich Licht anmache und ich sag zu ihm, hol die Fliegenklatte. Und er so im Halbschlaf so, du siehst sie doch eh nicht, ist dunkel. Ich so, hol. Nach Fliegen. Und ich, Fliegen fangen nachts, Leute. Nicht Fliegen, Mücken. Mücken, ist doch egal, es ist ja nachts. Und dann hör zu. Dann sag ich zu ihm, hol das Ding, ich muss das versuchen, weil ich total schon zerstochen von dieser Mücke, alles juckt, die nervt. Vitali steht auf, total so brummig, so, was will die denn? Die ist doch verrückt, so nachts jetzt Mücken im Dunkel fangen, weil wenn ich Licht anmache, ist ja nicht, sie nicht da. Ich nehme das Ding, leg mich so schlafen, halte es in der Hand, hier ist ja so ein Knopf, schon bereit und dann höre ich auf einmal so und ich so und ich schlafe so und warte, bis sie näher kommt, mach eine Bewegung so zack und erwische die Mücke wieder und dann macht er so, so richtig alles laut und das Ding leuchtet sogar, also nachts wusste ich gar nicht, Vitali springt aus dem Bett, hast die Mücke erwischt?
Weißt du, wie laut das war? Das hat so richtig geknallt. Genau, aber ich habe das Mistvieh gefangen, ja? Und beziehungsweise... Mit einem Schlag. Ja, mit einem Schlag, obwohl du gesagt hast, ja, im Dunkeln und so. Bei dir kann ich vorstellen, mit halbem Schlag. Und dann, ich konnte endlich ruhig schlafen und Vitali auch. Wie krass! Oh, guck mal hier, Schätzi. Guck mal hier. Warte, ich geh weg. Ich hoffe, ich sehe so im Alter nicht aus. Da muss was geändert werden. Du siehst du gut aus. Was ja. Guck mal, ich sehe wie ein Monster aus. So eine richtig so... Ich bin alte Oma. Grandma. Nicht über die Straße laufen. Nicht laufen, nicht lachen. Setzt euch sofort hin. Ja, Nörgel. Aber du siehst gut aus. Ja, meine lieben Kinder, jetzt... Gehen aber wir mal. Guck mal, die Augenringe, ja? Ja. Aber guck mal, der Bart bleibt dunkel. Ja? Oh, mein Oppi. Ah, oh, guck mal, ich bin jung und du bist alt. Oh, mein Oppi, nein. Ich bin dein Sugar Daddy. Gerade eben ist ein Paket gekommen. Ich würde sagen, wir machen den gemeinsam auf. Das sind Klamotten, weil ich bin ja so dünn geworden, mir passt nichts mehr. Und ich bin gespannt, ob das, was drin ist, ob das gut an mir aussieht. Und das ist eine Shorts und das. Das sind drei Paar Jeans. Alles Größe 34. Ich weiß nicht, ob das passen wird, ob ich 32 brauche. Aber ich würde sagen, wir ziehen das jetzt alles an. Hier sogar mit Push-Up. Bei mir gibt es nichts zu pushen. Ich bin wie eine Schwabra, ja? Ich bin so dünn. Da gibt's nichts zu pushen. Das Krasse ist, noch gar nicht vor so langer Zeit habe ich ganz normal ausgesehen oder war pummelig in meinem Leben. Ich habe immer so geschwankt. Mal war ich pummelig, genau. Mal war ich ganz normal, habe ich ausgesehen. Also mein Gewicht hat immer geschwankt und zurzeit bin ich dünn und nimm einfach nicht zu. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen zu lang, aber länger ist halt kein Problem. Und überraschenderweise passt sie ganz gut, aber Hintern habe ich hier nicht bekommen. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich mich so drehen kann. Hintern, wo bist du? Ist das so ein kleiner Arschi? Ich hatte früher so ein Fetti hier und jetzt ist nichts dran. Das ist echt krass. Ich kann mich immer noch nicht an dieses Aussehen gewöhnen, weil ich kenne mich halt mit viel, viel mehr auf den Rippen. Ich muss auch was zugeben. Früher, wo ich so moppeliger war, habe ich mir gewünscht, schlank zu sein. Naja, jetzt nicht so ein Klappergerüst wie jetzt, aber ich habe mir halt gewünscht, immer schlank zu sein. Und ich habe immer gesagt, ja, die Schlanken, die haben Glück, bei denen passt alles. Und ja, da scheuern nicht die Oberschenkel und alles super. Es ist nicht super, dünn zu sein. Ja, also ich habe mir damals sogar gewünscht, wirklich also nicht nur schlank zu sein, sondern super schlank zu sein. Und das da ist auch nicht schön, weil da passt nichts. Da hängt alles. Du kannst genauso einen Wischmopp nehmen, Kleidung dranhängen und genauso sieht es dann aus, bis man überhaupt was findet. Deswegen bestelle ich alles online, weil ich mich halt schlecht bewegen kann. Ich probiere das zu Hause alles an und was nicht passt, wird einfach zurückgeschickt. Und das ist die Shorts. Eigentlich ganz niedlich. Ich habe hier sogar noch Platz. Sitzt hier ganz, also jetzt ganz hoch, hohen Bund hat sie. Das gefällt mir ganz gut. Ich drehe mich mal. So sieht es so von der Seite aus. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich trage keine Shorts, weil ja, ich sehe komisch aus. Aber ganz ehrlich, ich möchte mich nicht verstecken. Beziehungsweise ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ich stehe zu mir. Ich sehe nun mal so aus. Das gehört jetzt zu meinem Leben. Und ich akzeptiere das und ja, mach einfach weiter. Was sagt jetzt wieder Shorts? Ich bin mir noch unschlüssig, also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und die nächste, die hängt hier so ein bisschen, aber ich will ja auch zunehmen. Ich will ja nicht die ganze Zeit so bleiben. Von der Länge ist die super, also ich müsste die nicht kürzen oder so. Allerdings müsste ich sie, sieht man gar nicht, mit Gürtel tragen, weil hier ist sie mir viel zu weit. Also hier, ich hoffe, das sieht man. Mal schauen. Und die hier gefällt mir gar nicht, wie sie hier so Falten wirft. Die ist hier auch zu weit. Und generell auf dem Bild sah sie anders aus, auch von der Farbe. So,
So, hier hinten, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, steht zu weit ab. Also, wenn ich sitze, fühlt sich das auch unangenehm an. Also, die geht auf jeden Fall zurück. Also, die behalte ich nicht. Es ist soweit, meine Lieben. Ich habe es beschlossen. Ich möchte jetzt ein Statement-Video aufnehmen. Habe schon Mama Olga Perücke auf. Also, Statement zu meinem Aussehen. Die Shorts übrigens, die Jeans-Shorts, die behalte ich. Die ist so süß. Und wir machen gleich ein Thumbnail, also Titelbild. Und ich überlege, was ich dazu anziehe. Ich werde darüber reden, warum ich so dünn bin, warum die Leute denken, dass ich ein Glasauge habe. In einigen Videos sieht es wirklich so aus. Was mir fehlt, ob ich gesund werde. Und ja, es fällt mir echt nicht einfach und ich bin ganz schön aufgeregt. Du siehst ja jetzt gerade dieses Video, was du dir anschaust. Das heißt, das andere Video ist schon online. Du kannst es dir ansehen. Ja, und wenn jemand fragen sollte und du es in den Kommentaren siehst, kannst du gerne dann das Video verlinken, wo ich darüber rede, weil viele fragen, was hast du denn? Oder sind total unfreundlich oder interessieren sich wirklich, was ich habe. Dann können wir alle hier in der Community das Video dann verlinken, damit die Leute dann informiert sind und denken nicht, dass ich hier irgendwie ein Freak bin, weil ich halt so aussehe. Wir machen heute uns einen schönen Abend und sind jetzt auf den Balkon gegangen und wollen grillen, haben ganz viele leckere Sachen geholt und haben schon nämlich Hunger und freuen uns. Da ist was Leckeres, Selbstgemachtes. Da steht der Grill auf dem Tisch und da sind ganz viele leckere Sachen. Und Mäuschen ist natürlich auch am Start und passt auf, ne Baby? Der Pussychick. Grillmeister Vitali hochkonzentriert und da ist noch jemand hochkonzentriert. Und passt ganz genau auf. Die ersten Sachen sind schon auf den Tellern. Fehlt nur noch das Wichtigste, was immer noch nicht fertig ist. Und Mäuschen hier, total außer Rand und Band. Will natürlich auch was abhaben. Etwas angekokelt, aber der schmeckt trotzdem gut. Probier mal die Wurst. Das kommt davon, wenn man alle 10 Jahre grillen kann. Ja, das ist übertrieben. Aber wir haben schon sehr, sehr lange nicht gegrillt. Also das ist schon ein bisschen länger her. Schmeckt? Mhm. Richtig gut. Also die sind gut geworden und die sind etwas angekokelt. Lecker? Und Baguette ist auch ein bisschen angekokelt, aber kann man alles essen, ne? Irgendwie haben wir viel zu viel gemacht. Viel zu viel. Wir essen das gar nicht alles auf, aber das kommt dann nachher in den Kühlschrank und wird dann morgen weiter gegessen, so wie sich das gehört, weil wir keine Lebensmittel wegschmeißen. Und es ist kühl geworden. Vitali friert gar nicht, sitzt da so. Und es ist windig geworden. Also mir ist schon kalt. Gut, ich bin ja auch ein Klappergerüst, ja? Ein Klappergerüst Gerüst friert viel schneller, als wenn man Muckis hat. Oh, voll am Futtern hier. Nach dem leckeren Essen erstmal gemütlich was schauen und gleich erstmal was aussuchen. Der Vorteil von so einem Beamer ist, dass man das in jedem Zimmer gucken kann. Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, egal wo du willst, selbst aufs Klo. Aber das machen wir natürlich nicht. Also im Bettchen, also im Bett schaue ich das am liebsten, weil ich hier meine Beine strecken, also ausstrecken kann, weil ich hier mich so richtig schön einkuscheln kann. Und bevor das Video hier endet, möchte ich euch Danke sagen für all eure Kommentare. Ich lese sie alle. Ich komme nicht hinterher, alle zu beantworten oder rechtzeitig oder alle. Aber ich lese jeden. Ich gebe Herzchen, ich gebe Daumen hoch. So, meine Lieben, wir sehen uns nächste Woche pünktlich um 9. Dazwischen kommen natürlich auch Videos raus. Aber Wochenrückblick wie dieser hier kommt jetzt jeden Sonntag pünktlich um 9 Uhr morgens raus. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, wenn du wieder dabei bist, wenn du kommentierst, wenn du uns ein Like gibst und wenn du uns damit unterstützt. Und wir sagen Danke, bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Woche und ja, hab einen schönen Sonntag!